Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sparen mit Barbara. Ich lebe ja sehr sparsam, aber gelegentlich gönne ich mir auch mal was. Und wie ihr vielleicht schon wisst, habe ich ein Faible für Junkfood. Dementsprechend folge ich natürlich auch dem Junkfood-Guru auf Instagram und war sehr gespannt, was sich wohl in dieser Junkfood-Guru-Box befindet. Aber skeptisch, wie ich natürlich bin, habe ich das nicht bestellt, weil ich gedacht habe, ach, wer weiß, vielleicht sind da so Sachen drin, die ich nicht mag, oder es ist wahrscheinlich sowieso viel teurer, wenn man es in der Box bestellt, als wenn man es selbst kauft. Also eins vorweg, die Junkfood-Guru-Box wäre wirklich eine super, wäre ein super Deal gewesen, aber die war auf 500 Stück limitiert, sodass ich, solange wie ich überlegt habe, sowieso keine mehr bekommen habe. Jedenfalls haben mich die Sachen total angesprochen, die dann letztendlich drin waren. Ihr könnt euch ja das Video mal anschauen. Ich verlinke es euch da unten. Ja, und mir ist das jetzt das ganze Jahr nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich wollte die Sachen unbedingt probieren, beziehungsweise mir auch so eine tolle Box zusammenstellen. So, meine Box ist natürlich nicht so schön wie die vom Guru. Ich habe jetzt hier so eine alte Zalando-Box genommen. Ja, auch weil ich in etwas größeren Mengen eingekauft habe, weil es natürlich günstiger ist. Man kauft zum Beispiel einen Fünferpack als die Sachen einzeln. Aber dazu komme ich später. Also dann schauen wir mal, was drin ist. Aber wir schauen nicht, hol das einzeln raus, damit die Spannung erhalten bleibt. Okay, der erste Artikel in der Box waren die Oreo Minis White. Die hatte ich im Sonderangebot gekauft für 1,49 Euro. Das nächste war Twix Salted Caramel, allerdings natürlich nur ein Riegel, also ein Doppelriegel. Ich habe den Megapack für 1,89 gekauft. Dann KitKat Gold, da hatte ich die ganze Zeit gewartet, dass es mal ins Angebot kommt, war aber nicht so. Konnte allerdings einen reduzierten Artikel für 49 Cent ergattern. Dann ein kleines Tütchen Haribo Kolalas in der Guru-Box. Die gab es nur bei World of Sweets oder eben online zu bestellen. In der Junkfood-Guru-Box waren ca. 150 bis 200 Gramm. Ich musste jetzt 1350 Gramm kaufen, aber das ging mir den ganzen Sommer über nach. Ich wollte die Dinger unbedingt probieren. Also jedenfalls, da könnte ich jetzt so 8 Tütchen davon abfüllen. Okay. Dann, das kannte ich überhaupt nicht. Da hieß es wohl, das gibt es wohl zum Teil am Kiosk zu kaufen. Nennt sich Space und ist so ein Karamellkeksriegel. Ich glaube, der kommt aus Holland. Sieht lecker aus. Freue ich mich noch drauf. Dann war in der Originalbox so ein winzig kleines Pringle-Döschen, ich glaube mit 40 Gramm. Ich schreibe euch die genaue Zusammensetzung an den Schluss. Habe ich natürlich viel günstiger eingekauft, 200 Gramm für 1,29 Euro aus dem Sonderangebot. Dann Rittersport Merhaba. Ich hatte die schon mehrfach gekauft. Also die schmeckt nicht ganz so wie die frühere Rittersport Olympia, aber auch sehr lecker. Für 69 Cent. Darauf freue ich mich fast am allermeisten. Das hat ewig gedauert, bis ich das gefunden habe. Cookie Dough von Halloren. Ich kenne auch die Halloren-Kugeln nicht. Ja, freue mich auf jeden Fall sehr. Keksteig mag ich sowieso gern, auch im Eis. Und ich habe 1,99 für bezahlt. Ich schreibe euch, wie gesagt, alles in die Übersicht. Dann war ein Riegel Snickers Crisp in der Box. Ich habe natürlich wieder einen Fünferpack gekauft, ebenfalls für 1,49. So, dann in dem Video, das ich euch unten verlinke, war einmal Frit Kokos Maracuja mit drin. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre es Glückssache gewesen, welche der verschiedenen Sorten man bekommt. Und weil ich natürlich gierig bin, habe ich alle drei Sorten gekauft. Ja, Kokos-Maracuja, Apfel-Johannisbeere und Erdbeer-Himbeer im Angebot jeweils für 59 Cent. Und dann kommen wir schon
zu den letzten beiden Artikeln. M&M's aus den USA. Einmal in der Sorte Pretzel und einmal Peanut Butter. Und auf diese Sorte Peanut Butter warte ich schon seit Mitte der 90er. Da habe ich das mal in einem amerikanischen Film gesehen. In Deutschland gibt es ja nur die schokoladigen, die mit Crisp und die mit der Erdnuss innen drin, aber nicht mit Erdnussbutter gefüllt. Also freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, das schmeckt bestimmt auch lecker hier, Brezel mit Schoko. Ja, wie gesagt, ich rechne es euch gleich aus. Erstmal, was ich insgesamt bezahlt habe und dann, wie viel das umgerechnet je Box ist. Die Original-Guru-Box hätte 15 Euro plus Versand gekostet. Wirklich, also wenn man es einzeln gekauft hätte, wäre man auf ziemlich exakt den gleichen Preis gekommen, wenn man bei World of Sweets bestellt. Ich habe es mir selbst zusammengebastelt und freue mich jetzt total. Ne? Wie gesagt, das ist was, was ich mir vergnügungstechnisch gönne. Das fließt jetzt nicht in mein normales Lebensmittelbudget ein. Aber es ist ja bald Weihnachten und ich glaube, da darf so eine kleine Sünde auch schon mal sein. Dann wäre ich mal gespannt, was ihr von den Artikeln haltet. Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch schon das ein oder andere probiert. Habt ihr schon mal eine Box bestellt, so auf gut Glück, so eine Überraschungsbox, Wundertüte für Erwachsene? Ich freue mich auf eure Kommentare. Und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Sparbara.